So, da sind wir wieder. Komm. Hallo. Da sind wir erstmal wieder auf der irgendwo in Thüringen. Wir werden jetzt erstmal mit jenem Gerät. Warte nochmal. Oh, genau. Haben wir jetzt erstmal kurz ein bisschen. Okay. Ich hab's auch gerade gesehen. So, gehen wir so weg. Zwar hinten dann die. Dass ich was weiß? Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall ist das von der. Da, wo wir auf das meiste weggeht, kann er kriegen. Schöner Tag und wir fahren heute mal offen. Wir werden uns dann gleich noch dieses Feld dann auch noch gucken, dass wir uns das hier krass machen können. Aber mit etwas größerem Equipment. Nein, das. Auch noch gleich noch. Dachte erstmal, dass ich das wegbringen hier, das wird mal Geld geben. Das brauchen wir auch. Oh, ich hätte ja vielleicht noch einen Gang nehmen können. Ich. Naja. Nicht gesehen, aber egal. So. Wollen wir mal eine Skill auspacken? Kurz draufpacken. Rechts geht jetzt abzuladen. Gott, das ist ja ein Doppel. Habe ich auch schon, habe ich auch noch nie gesehen, dass einer so gemacht hat. Weil das ist normalerweise eigentlich einer, der mehr für hinten positioniert ist, dass es gleichmäßig. Hatte das eigentlich? Eigentlich doch nochmals immer Lore Engel gehabt. Operation. Ich will noch auf jeden Fall einen jetzt nochmal voll machen. Den dann für das nächste Mal stellen. Wir wollen ja halt gleich erst nochmal der Bildspritze verarbeiten. Was ich euch gesagt. Auch gleich mal machen. Den Ding muss ich auch mal irgendwie ja, waschi machen. Glaube, das ist erstmal nicht so wild. Das können wir ja immer nachher noch machen. Welche kriegen? Okay, macht euch weg. Man Straße, fahren wir so.
Aber eine Abteilung mal weiter. Marco, wo war doch jetzt so ein Weg hier? War der denn? Einfacher Weg. War wesentlich gesünder rum. Vorbei hier am ja, den habe ich schon mal gewaschen. Voll machen. Heizen wollen. Ja, apropos, das gab es als haben wir runtergeholt von dem Bild. Da werden wir die erstmal hier schön herstellen. Wollen wir es auf jeden Fall mal Ding reingehen, weil das ist das neue Gerät. Weltfrischputze. Jetzt einfach mal anders. Rück. Dann machen wir das mal so. Das ist eine MF. Weiß nicht genau, wo habe ich die noch bis jetzt so eigentlich gar nicht gesehen, aber ich glaube, dass die gab es so. Auch. Und so. Läuft auch. Hat keine Fehler. Nix. Gibt es, glaube ich, in. Abgeminiere. Eigentlich nicht verkehrt. Ist so ähnlich wie bei dem 50, aber ja, gut. So kann man auch fahren. Jetzt mal, das ist, glaube ich, einer von den ersten selbstfahrenden Spritzen. Ich glaube aus Italien, glaube ich, müsste sein. Oder wie, glaube ich, gebaut das Ding hier. Na, weiß ich es nicht. Aber von der Sache her ist doch in Ordnung. Hier schon, das die habe ich schon länger, aber ich habe das jetzt immer noch nie gebraucht. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hol es mal. Also, ja, ich bin eigentlich bis jetzt echt begeistert. Also, die läuft wunderbar. Ja, wie man sieht, du kannst da auch schön mit Ecke fahren und alles besser als wie wenn du beim W50. Oh, wollte mal ganz kurz aufmachen. Boing. Es ist ja teilweise auch fast genauso, bloß wie gesagt, das ist ein Knicklenker und da kommt wesentlich schöner um die Kurve rum. Jetzt muss ich passen hier. Doch mal, wäre ich doch lieber von einer Seite andersrum gefahren. Aber es ist halt nur, dass das
90 Meter hat. Das ist halt, naja. Aber wie gesagt, das ist Ordnung so. So. Einmal abschließen. Ja, weiter geht's im Takt 3. Wie gesagt, das ist also, wir werden jetzt das auf jeden Fall noch schnell spritzen. Dann werden wir nochmal gucken in die Übersicht, was das eine Feld da hinten kostet. Dann wahrscheinlich dafür einen Kredit noch aufnehmen, dass wir das dann kaufen können. Ansonsten mal anders überlegen, was wir machen. Reichweite schon auf jeden Fall so viel bitte krass machen, dass wir dann irgendwann die Tage dann noch die anholen können. Auch schon gesehen, dass wir diese Metallfutter brauchen. Das wird ja dann auch nachher noch schwer werden. Aber naja, sehen wir da noch. Oh. Müde bin ich gerade. Vielleicht auch von vielen Reden gerade heute. Ja, ich werde auf jeden Fall. Sehen wir heute. Eiserde. Mal jetzt erwachen. Ach, stimmt, das muss ich euch auch noch. Der Drescher, den habe ich erstmal wieder weggegeben. Aber hier soll auch ein anderer kommen. Da schauen wir nochmal, was wir für einen haben, weil da brauchen wir auch noch Geld. Weil der kleine Bunsen, der war zwar schön und gut, aber der hat mich ein bisschen geärgert in der Hinsicht, dass er sich jedes Mal irgendwo vorwärts gefahren ist. Naja. Anderes. Als Anfangsfahrzeug ist das auch nicht verkehrt gewesen. Wir können ja jetzt größeres. Kommen auch wesentlich schneller voran. Aber auch nicht zu. Wollen ja schon. In der bleiben, wie wir da sind.
hätten wir das auch so mal durch gleich. Wieder. Schauen wir mal, was das da hinten kostet und dann bereiten wir dann soweit alles vor. Zumindest, dass ich dann in einem nächsten Mal dann die Heuernte machen kann. Auch die Grasernte. Das wird ein größeres Teil. Vier. Diesmal auch einen größeren Schwader und auch einen größeren Wender. Den Schwader, den Wender, den ich jetzt, den werde ich dann erstmal auch naja, gucken wir mal, ob ich behalte. Ich glaube aber schon. Weil erstmal nur für schnell, da wird das alles noch begriffen. Das Material. Es wird doch erheblich teuer werden, das Gerät. Gehen wir weiter. Das wir. Das nicht schneller. Bisschen süßes Ding. Also ein echt süßes. Im Prinzip ist das noch ein alter Trecker hinten abgeschnitten, kann man sagen. Oder mit einem Dings versehen, vorne die Achse rausgenommen. Endeffekt, dass man da hinten und fast dran gehängt hat. Aber ja, nun, das sind so Sachen, die man nach und nach erst sich kriegen tut. Also ich habe ausgesehen, einfach einen Trecker einfach vorne die Achsen weggenommen und habe hinten dran gemacht. Kann man machen, muss man aber nicht. Für sowas ist es in Ordnung. Dann geht er schon. Kann man das schon mal so machen. So, da werde ich dann gleich noch kurz gucken, ob ich hier nochmal hoch muss, aber ich glaube eher weniger. Bin dann erstmal auf jeden Fall erstmal hierher. Das wird wohl später erst noch benutzt. Gut, dann wollen wir erstmal kurz auf Feld 84 gucken. Feld 83 ist fertig. Baut. Teilkette ist nur irgendetwas. Und braucht es nicht. War gut. Das heißt, ich noch mal Kalk rüberschmeißen. Können wir auch gleich noch machen. Na gut, das sehen wir dann. Wir hatten ja erstmal welche kommen. Jo. Ordentliche Hausnummer, ich muss so behaupten, wa? Naja. Wird ein Haufen Geld werden. Mei. Können wir überhaupt so viel auf noch offen oder überhaupt offen? Das wird eine.
Das wird ja richtig teuer. Ich meine, ob ich über 500 komme, das wäre natürlich schön, weil ich brauche ja auch noch das andere Equipment dazu. Haben wir eine Mitte? So, das Stückchen kostet 42. Kostet sagen wir, nehmen das. War nicht das, was ich haben wollte. Doch das. Größer, ne? Ja gut, wir nehmen das jetzt. Gehen trotzdem noch mal in die kleines. Dass wir auch die Sachen organisieren, damit reichen. Da. Das hier. Da. Das hier, das könnte ich ein, das da bräuchte ich ja jetzt noch ein anderes Equipment dazu, wie ihr seht. Aber wir nehmen den hier. Das können wir auch kaufen. Aber wir gehen trotzdem mit der Kette ein bisschen runter, weil das sonst kaufen. Brauchen wir ja so. Weil wie gesagt, das ist passé. Gucken wir. Bänder. Ja gut, können wir trotz 3,70 m. Ja, wo ist denn das? Der Schwader ist weg. Ja, guck mal. Schwadermäßig. Da werden wir wohl dann so. Ich würde da sagen, ja, würde ich sagen, dann nehmen wir ruhig den hier. In der, ja, aber das später. Jene Trecker. Würde ich erstmal sagen, sage ich erstmal Feierabend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich sage dann, ciao, ciao.